Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der WW2K 19 Karriere. Elimination Chamber steht heute an. Ich glaube, ich habe gestern gesagt Royal Rumble. Aber Elimination Chamber steht an, falls ich gestern Royal Rumble gesagt habe. Ich bin mal gespannt, was heute passiert. Ich gehe aber davon aus, dass wir ein ganz normales Match nur haben und nicht in diesem Elimination Chamber Match drin stecken. Gucken, was Shane so sagt. Hey Champ, du musst mir einen Gefallen tun. Ich will heute Abend ein großes Hauptevent. Also dachte ich mir, du stellst dich an, ratest dir in alles um dein Intercontinental Championship. Und um die Sachen noch größer zu machen, nehmen wir dafür ein Hell in a Cell Match. Ja, finde ich gut. Ich weiß zwar nicht, wie die ein Hell in a Cell Käfig jetzt noch um den Elimination Chamber Käfig rumbauen, aber ich vertraue den Verantwortlichen der WWE, dass sie das schon hinbekommen. Nehmen natürlich selbstverständlich gerne an. Oder, also es ist auf jeden Fall, der eine oder andere wird den Elimination Chamber Käfig erkennen. Ich habe ihn auf jeden Fall auch gesehen. Der ist quasi zusammengeschrumpft worden mit so einer neuen Möglichkeit. Dafür gibt es jetzt irgendwie so eine Neuerung. Da drückt man auf den Knopf und dann klappt das auch alles. Das kriegen hier die ganzen Leute hin, die dafür verantwortlich sind, diese Veranstaltung wirklich reibungslos zum Laufen zu bringen. Finde ich gut. Also, dass es heutzutage wirklich solche Möglichkeiten gibt, hätte ich nicht gedacht. So, dann würde ich mal sagen, das skippen wir mal. Und warten auf Almas. El Idolo. Ohne Selena Vega. Achso, ist ja sowieso ein Hell in a Cell Match. Ja komm, dann skippen wir das mal. Schauen wir mal, wie lang heute das Match so wird. El Idolo. Ey, belanglos bei SmackDown trifft's auch. Heil. Ding, ding, ding. Komm, Almas. Los, Junge. Wir haben bis jetzt eine enttäuschende Leistung von Almas. Nächster Burhack. Spinebuster. Oh, da ist der Reversal. Ich bin begeistert. Was macht er jetzt? Ganz stark, Almas. Oh, der zweite Reversal hintereinander. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn zu destroyen. Wir deleten ihn jetzt. Hat er sogar noch Glück hier. Byron, I agree that the champ comes into tonight with a great deal of momentum, but like you said, anything can happen. We've seen champs get upset in the past. Who's to say it can't happen again here tonight? Agreed. I don't think anybody expected Eddie Guerrero to defeat Brock Lesnar for the WWE Championship back in 2004, but hey. Was eine Enttäuschung ist der Typ denn? Any superstar can beat any other superstar on any. So schlecht war ja ewig keiner mehr. Nobody controls the pace of a match. So, gibt es mal wieder den Falcon Arrow. Zumindest schon mal ein Signature rausgeballert. Ich denke mal, das ist ja jetzt eine gute Basis, um auch mal den Käfig. Oh, er schleudert mich jetzt in die Ringecke. Was? Zu früh? Natürlich! Alles klar, das war selbstverständlich zu früh. Und darauf reagiert er überhaupt nicht. Das finde ich ja noch besser. Also, dieses Kontersystem. Ich bin mal gespannt, wann jemals mal wieder ein Patch rauskommt. Ich meine, es kommt ja schon bald WW2K20. Wahrscheinlich kommt gar kein Patch mehr. Die sind aber zufrieden mit dem Spiel. Junge, ist das dein Ernst? Der zählt ja nicht mal bis 1, der Ringrichter. Nein, Mann! Ey, warum geht der da hoch? Boah, ich hasse es, Mann. Idolo! Ich kicke dich jetzt mal weg.
Amidolo. Good point by Byron earlier. If there's an opening to execute the finisher, you got to take it. The last thing you want to do is let your opponent hang around for no reason. I can tell you, bad things happen when you do that. You don't believe me, just go back and watch Skip versus Barry Horowitz from 1995. I remember that like it was yesterday, Cole. Instead of putting Horowitz away, Skip thought it would be a good idea to do some mid-range. Ach scheiße, falsche Richtung. As you were saying, the ich muss dann X drücken, dann denke ich aber nie dran. Komm, Idolo, jetzt hast du sogar mal hier ein paar Reversal. And just like that, this move is leading the charge. Ja, ey, laber doch nicht, Mann. Natürlich, warum geht's jetzt nicht? Warum konnte ich die Taste denn jetzt nicht drücken? Schon fest damit jetzt darauf eingestellt. Ach man. Nein, kriege ich einen Kick draußen. Wieso zu früh? Ich gebe vielleicht zu früh. Man, he was making it look easy there for a moment, which is pretty impressive considering who he's in the ring with. Mach doch! Er nimmt ihn nicht! Er macht nichts! Here we go again! Wieso komme ich denn nicht hier raus, Mann? Wie oft soll ich ihn noch dagegen werfen? So, jetzt geht doch. Easy. Ja, genau, geht er vorbei. Hallo, Idolo. Idolo, steh mal bitte auf. Ich muss da mal durch. Ach, leider nicht. Natürlich. Ich reagiere halt gar nicht auf die Konter, Mann. So, wir gehen jetzt. Tschüss. Geile Kamera. Dankeschön, dass ich jetzt auch sehe, was oben passiert. Ah, jetzt. Das geht doch. Komm, Idolo. Steh ob, Jung. He's looking shaky. This could be the end. At this point, it looks like even the winner of this match. Das hier, den bringen wir zum Durchbrechen. Oder den vielleicht auch. Nein, da kontert er. Nein. Oh, das wusste er, was jetzt passiert. Oh nein, ich glaube, ich fliege jetzt da durch. Ah, wieder der Reversal. Nein. Oh, Gott sei Dank. Almas, es wird nicht besser für dich. Komm. He can't take much more. Falcon Arrow. Hat der ein Mehl, ey. Can he finish him off here? Yeah, there's no way this match isn't over after that one. He's close to being done here. Nein. Oh, verdammt, komm her. Komm her. Schisser. Der weiß genau, was passiert, die Sau. Oh, Buzz just barely got out of the way.
Ah, hat er ein Glück, das gibt's überhaupt nicht. Ich krieg dich, ich krieg dich. Du fliegst da gleich durch. Sag ich doch. Und das sah gar nicht so dumm aus. Dark Mutter! Schauen wir, ob das die Entscheidung ist. Er kickt aus, natürlich. Almas Maschine auf den Spuren vom Undertaker. Warum gibt es halt noch den hier? Das ist Styles, das ist der Evo Clash. Oder der Bass Clash, sucht es euch aus. Jo. Spannend war es ja jetzt nicht, aber wenigstens haben wir wieder das gemacht, was wir oben wollten. Wir haben den Käfig oben zerstört. Und den Titel verteidigt. Dann kann es jetzt mit dem Elimination Chamber Match weitergehen. Jetzt können sie ja den Hell in a Cell in diesen Miniatur Käfig verwandeln und dafür den Elimination Chamber wieder vergrößern. Ich glaube daran, dass die Jungs das schaffen hier von der Technik. Ich bin guter Dinge. Wir feiern hier noch ein bisschen. Und genießen natürlich wie immer unseren Erfolg. Schauen wir mal, was wir für eine Matchqualität hatten. 3,5 Sterne, ich fand's besser. Ganz klar fand ich's besser. Ja, und wir nähern uns auf jeden Fall so langsam WrestleMania. Cesaro wäre wahrscheinlich morgen meine erste Wahl als Gegner. Ich bin auf jeden Fall jetzt da mal wieder raus. Wir machen heute mal nur ein Match. Wenn ihr mehr sehen wollt, um 18 Uhr gibt es wieder Road to Glory. Da wird das Ganze dann natürlich wieder ein bisschen spannender. Lasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server. Der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine ganzen anderen Social-Media-Accounts verlinkt sind. Täglicher Upload-Plan. 12 Uhr die WWE 2K19 Karriere, was ihr jetzt seht. 15 Uhr NHL 19 die DDL-Song mit den Kölner Haien. 16 Uhr das Community Universe, das Eververse. Wo ihr auch mitmachen könnt, schaut euch dazu mal das Video in der Videobeschreibung an, wo ihr ein Video findet, wo die Teilnahmebedingungen aufgelistet sind. Ganz wichtig ist, ihr braucht eine PlayStation 4 und um 18 Uhr jeden Tag eine neue Folge von Road to Glory. Wenn ihr darauf Lust habt, lasst meinem Kanal gerne mal ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet und mich damit unterstützt. Ich bin jetzt raus. Bedanke mich fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.